Boah, krass. Überhaupt nicht übertrieben viele Spiegel? Nee. Oha. Kann man Spiegel auf Spiegel schieben und dann geht es da durch das Licht? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Hier mit dem da zum Beispiel. Stimmt, das ist voll Und jetzt könnte gut. der runter. Mach mal. Ah, warte, der muss ja wieder richtig fallen. Der fällt richtig. Der fällt richtig. Sicher? Wenn er kippt, fällt er richtig. Nicht, wenn er doppelt kippt. Ah, dann muss erst den anderen kippen. Alles klar. Dieses Kippen ist. Weißt du, was schön ist? Hier gibt es eine kleine Schatzkammer mit mehreren Diamanten drin. Ja, für Hast jeden du die eine gesehen? Eigene Schatzkammer. So, du kommst. Einmal umdrehen. So. Warte mal. Was hat denn der gemacht? Was hat denn der gemacht? Na, rechts oben. Eine Tür. Ah, jetzt kannst du oben deine holen. Du kannst jetzt deine Schätze holen. Ach, stimmt. Moment. Kommst du hoch? Ja. Der kippt da halb noch. Hattest du da nur eine Barriere? Ach, die ist hochgefahren. Ah, die ist hochgegangen. Ja. Stimmt. Sehr Wie cool. Nice. Okay, jetzt kann ich ihn runterkippen, ne? Ja. Ernst? Harf, kannst du von unten springen? Ja. Perfekt. Ja. Ja, sehr gut. Okay. So, den runterkippen. Der dreht sich dann. Genau. Na. Aus Hilfe? Nö. Wieder schieben. Und dann öffnet sich wieder da. Ich glaube, deins wird sich dann öffnen. Genau. Toll. Ding, ding. Ja, cool. Okay, dann machen wir weiter. Den da raufschieben. Den da raufschieben auf den anderen Spiegel. Nach links. Ja, ich überlege nur wegen dem Diamanten. Na, den kannst du dann holen, wenn die Kiste auf den Dings geschoben hast. Der Spiegel muss ja der. Warte, hier, der muss nochmal ordentlich machen. So. Der muss runter. Der kommt einfach auf den Button da unten. So. Und jetzt müsste auch alles gehen eigentlich. Oh nein! Nein! Guck mal hier oben. Da hätten wir noch einmal hinschießen müssen. Ach, mit dem letzten. Ach, den habe ich nicht gesehen, dass da noch ein Hebel ist. Shit. Okay, nicht mehr möglich jetzt, glaube ich. Nee, wir kriegen den nicht mehr gedreht. Dann nochmal. Ah, wie krass. Gut. Dann schieb den mal. Genau. Erst der. So, du ich musst, hol meine. Genau. Ach, der ist aber auch gemein versteckt gewesen. Also ist nicht wirklich versteckt, aber vom Level Design ist der halt ganz oben und dann kommt man halt da nicht so richtig drauf. Okay. Ja. Achso. Hört man nicht, ne? Beide haben die gleiche Idee gehabt. Mach mal. Mach ich. Oh, fast schon wieder. Oh, du hast es vorhin hier so schön hingekriegt. Ja. Okay. So. This one. Du musst nachschieben. Oder sogar hüpfen. Sorry, ich hab den von verkannt. Von oben, ne? Ja. Nee, du kannst von unten springen, so. Glaube ich. Das geht, glaube ich, besser. Ja. Nein! Nein! Nein, so das rum? Ist nein! Ach so, guck ist doch, falsch. Guck doch, wie der Schrei muss doch hoch. Das geht nicht mehr. Doch, du musst da mit runterkommen und dann. Echt? Was? Was? Ist das nervig?
Das ist echt ein bisschen nervig, dass die nicht zuverlässig fallen. Ja. Die fallen halt nicht zuverlässig. Was machst du da? Echt jetzt? Willst du es probieren? Ach so, nee. Das ist schon wieder falsch. Das ist schon falsch. Oh. Warte mal. Ja. Ja. Perfekt. Ja. Sehr gut. Das hat letzte Runde aber besser geklappt. Das stimmt. Schön gefallen. War dumm, ne? Aber warte. Ja, gerade hätte ich es noch retten können, aber jetzt nicht mehr. Oh nein, wir haben die Diamanten vergessen. Was ist das denn für ein Level? Also, liebe Damen und Herren, liebe Kinder, hier sehen Sie echtes Profi-Gameplay. Wenn man die ganz vorsichtig kippen lässt, geht's. Schon jetzt erstmal Diamanten. Right. Ja, wir wissen immer sofort, was wir tun müssen. Wir machen immer zeitoptimierte Wege. Wir wissen genau, wie was bewegt werden muss. Wir sehen innerhalb von 3 Nanosekunden, wie das Level zu lösen ist. Mindestens. So, warte mal, ich glaube, der Key ist, ganz vorsichtig kippen langsam lassen. Langsam. Ja. So, jetzt holst du deine. So, und jetzt, der ist so schräg. Ja, warte. Soll ich den richtig machen? Nee, machst du. Du kannst den Hebel umlegen. Ja. Und ich darf meinen Links nicht vergessen. Ja. Huch! Moin! Hallo! Ich bin erster da. Du hol mal deinen Schmuck. Ich hab meinen Schmuck schon geholt. Okay. Haben wir alles? Kann der runter, ne? Der kann hoffentlich runter. Dann du musst hier noch deinen Schmuck holen. Mist. Hey, das Ziel ist frei, guck mal. Also wenn du nicht gerade im Weg stehst. Sehr schön. Der Aufwand hat sich gelohnt. Ja. So, dafür haben wir jetzt eine ganze Weile gebraucht. Oh, ein Grün. Super. Aber ist ja wirklich nett, schwer. Nett vom Spiel. Boah. So, das letzte von dem Kreis. Eins noch vom inneren Zirkel. Und dann kommt das Allerheiligste da in der Mitte. Da ist ja auch noch ein paar drum. Oh weia. Ich kann nichts tun. Ich kann einen Hebel umlegen. Ich hätte darauf gemusst. Mitfahren sollen. Ich kann nichts tun. Bitte neu mischen. 3 Sekunden und schon wieder verkackt. Ist aber auch fies, ne? Aber natürlich sollte man vorher gucken, was der macht. Nicht so viel Zeit hier mitzufahren. Ja. Und rechtzeitig aussteigen. Stimmt. So. Ich kann schon wieder einen Hebel umlegen. Ja, für mich. Nee, das für und mich auch. Und für dich. Ja. Oh, dann bin ich schon im Ziel. Ich habe meine Pflicht getan. Ey, das ist voll das Fahrstuhl-Level, das Schöne. Cool. Ja, hübsch. Ich habe meine Pflicht nicht... Doch. Oh, ich dachte, du kommst da nicht raus. Doch, alles ich dachte, ich müsste nochmal den grünen... Ich kann halt durch die Ketten springen. Ja. Ist ja legit. Also ich springe im echten Leben auch immer durch die Ketten. So. Ninja. Mal erstmal die Zacken vom... Boah, cool. Na gut. Geil. Sie springt todesmutig in den Tod. Aber es muss doch... Lass mal auf deinen Kopf, aber geht gar nicht. Ja, genau. Ah, hier, lass mal den echten Profi ran. Da muss ich runter. Ja. Willst du den haben, den Stein? Hier, behalt mal. Okay. Ciao. Ich warte. Und tschüss. Okay.
Dieser Stein, ich weiß noch nicht so richtig, wofür der ist. Ob das jetzt so klug war? Ich weiß auch nicht, was du da tust. Guck mal, hier oben haben wir noch einen Stein. Wofür sind die? Damit man hier hochkommt, vielleicht. ich glaube, damit man da hochkommt. Wenn du da springst, aber es bringt ja jetzt nichts. Aber ich komme hier auch nicht mehr hoch, also... Ich komm hier rechts nicht... Da kommst du doch von da drüben hoch, oder? Nee. Echt nicht? Warte, das muss doch von hier gehen. Echt nicht? Dann pass auf, dann geh hier unten lang. Ich geb dir die Wippe. Ah, stimmt. Ja. Du schiebst ja den jetzt. Nee. Doch. Auf den Dings. Weißen, ne? Auf den Button. Oh, gleich kommt was. Gleich kommt was. Ah. Extra für dich. Ja, okay. Ja, legit. Läuft. Naja. Aber geschafft. Aber geschafft. Alles klar. Mach mal so rechts, mach mal rechts. Nee. Ah. Ui. Das Dunkellevel kommt noch. So. Ich kann den drehen, das bringt überhaupt nichts. Okay, erstmal haben wir hier rot. Rot kann ich auf blau machen. Jetzt, ja, dann kannst du was machen. Das blau kann auf grün. Grün müsste dann... Auf lila? Genau. Ja! Schön. Diamant, erst noch Diamant. Oh. Oh. Ach ja, ich habe auch noch einen. Ja. Nichts verstecken. Nein, ich wollte Erster sein. Ich bin Erster? Nein. Ich habe mir meine schon vorher geholt. Nein. Garstig. Sehr schön. Ist nicht schön, aber wir haben es. Aber selten. Genau. Ja. Immer wenn obwohl ich nicht... du ja voll hinterhergehängst. So. Hinterherhängst. Jetzt. Das jetzt letzte, müssen wir hier... Nee, das vorletzte Dunkle. Vorletzte Dunkle, ja. Oh. Das ist echt einfach so diese Stimmung und so, das ist schon krass. Ganz... So dieser Mönchsgesang, ne? Ja. Toll, erste Sackgasse gelaufen. Guten Tag. Bist du von meinem Ziel gekommen? Nein. Schade. Oh Mist, Sackgasse. Ah, hier, ich wäre fast an meinem Ziel vorbeigelaufen. Das war in so einer Nische. Hä? Mein Ziel war in so einer Nische, einfach. Aber ich laufe jetzt denselben Weg wie du. Du kannst doch noch weitergehen. Achso. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Weiß ich auch nicht. Von da wahrscheinlich. Ja, unten da? Oder? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wieder Sackgasse. Nee. Juhu! Super. Aufregend. Das könnte so ein richtig langes Suchspiel sein. Ja, halt labyrinthmäßig. So, die letzten vier. Jetzt die sind bestimmt richtig schwer. Sieht erstmal gar nicht so schwer aus. Boah, schön. Das war ja ein Hammersprung. Gib mir den Hebel. Ja, ich geb ihn dir. Und nochmal. Achso. Guck mal, der Hebel ragt links raus. Aus dem Spielfeld. Ja, stell mal vor, so ein Leittempel so, steht so, wisst ihr, in der Wüste. Ja. Und dann kommt da aus dem Außengemäuer eine Plattform. Kommt da so eine Plattform raus. Naja, da kannst du dann wieder hochspringen. Du musst laufen. Was muss ich? Komm zu mir, komm zu mir. Kannst du noch nicht. Nee. Bleib gleich da, ich brauch den gleich nochmal. Oder? Wenn ich ihn umlege, musst du springen. Aber kann ich nicht jetzt schon raufspringen oder gehe ich dann tot? Ach so. Soll ich es probieren? Ja. Jetzt aber hast du ja doch umgelegt. Ah, stimmt, das war nur der erste, der unter Wasser ist. Ja. Hey, aber ich muss.
ich muss doch noch. Dann leg dir doch den Hebel um. Ach, alles so. Klar. Boah, der ist ja wieder garstig hier. Oh, ist das fies. Oh, schön. Schön. Sie macht es halt gleich im Sprung zum Ziel. Ja. Sehr gut. Oh ja. Du weißt, welches Level am Ende kommt. Ich weiß. Oha. Was? Tu erstmal nichts. Sagte sie und ich lege erstmal einen Hebel um. Mal gucken, ob ich hinkomme. Oh. Ich weiß, wo der Stein hin muss. Ich komme halt wirklich hier hoch. Das geht halt wirklich. So. Können die alle öffnen? Oh. Konnte ich jedenfalls mal. Krass, wie du das hinkriegst. Okay. Ich kann dir auch einfach die Plattform schieben, ne? Wozu? Ach nee. Das macht er gar nicht. Okay. Warte mal. Wie hab ich denn. Wie hast du denn das gemacht? Cool. Sehr geil. So. Jetzt habe ich das alles eingesammelt. Jetzt kann ich unten ins Ziel gehen. Aber ich brauche den. Nee, ich brauche den dicken Stein hier, damit ich den unten hinschieben kann. Auf den genau, Grün. Und ich muss meinen Stein nämlich hier reinschieben. Das hier. Heißt. Ja, ist alles gut, ne? Ich kann ihn einfach runterhauen. Kannst du nochmal den drücken? Ach ja. Den hast du doch. Ach ja. Warte mal, das schaffe ich. Das schaffe ich auch. Schaffst oder? Du das? Kannst du den drücken? Das ist der zweite. Aber ich glaube, wir haben uns eine ganze Menge erspart. Also. Warte kurz, Also wir müssen ja jetzt beide die Steine. Der ist doof gefallen, ne? Das ist richtig blöd. Oh, du kannst ja nicht. Aber vielleicht, ne? Wenn du oben bei dir raufspringst. Ja. Oh, das ist immer so knapp, fies. Wenn man auf die Kante springt. Also. Ja, wir langsam rüberschieben. Wie machen wir das jetzt? Gleichzeitig runterschieben, oder? Warte. Ja, oder? Dann ist ja alles egal, ne? Ja. Du brauchst den nicht, ja. Ich brauch den nicht. Nee. Gleichzeitig runterschieben. 1, 2, 3. Ich kann nicht. Stopp. Jetzt. Schieb. Ach so. Ich kann nicht. Hä? Der hat sich festgebackt. Warte mal. Oh ja, warte. Ich mach. Noch mehr. Ja, er kommt. Du kleine Hüpfi. Oh. Was ist das schon wieder, ey? So, jetzt voll pass auf. Fest. Ich will nicht in den Feuersee. Voll wieder festgebackt, weißt du? Sehr gut. Oh nein. Was ist denn der Lilane? Wo ist denn der... Da ist dein Stein drauf. Nee, hä, aber wir mussten es doch gleichzeitig machen. Ich hätte den vorher holen müssen. Egal. Das erste Kreuz bei Diamanten. Nein, es gibt ein Lila. So schlecht waren wir noch nie. Das tut echt weh. Lass dir das. Und das im Herzen. Ob wir das stehen lassen können. Also, wir wollten euch natürlich mal zeigen, wie auch die dritte Farbe aussieht. Sonst wäre das ja echt hässlich, so zweifarbig. Also. Alles klar, ich mach dich fertig. Ich mach dich ich fertig. Ich bin schon viel weiter als du. Gar nicht wahr. Ey, ich hab's schon fast geschafft. Oh, guck mal, ich bin schon über die Mitte, Du krebelst mit deiner Luftröhre. Du bist selber eine Luftröhre. Guck mal hier, ich stehe schon am Ziel. Ey, dein Weg ist viel länger. Ey, das ist der gleiche kürzer. Weg. Das ist halt voll der gleiche Weg. Das ist ja egal. Wow. Als Ausgleich. Dann haben wir jetzt alle drei Farben in der Mitte schon. Jetzt bräuchten wir noch die vierte Farbe. Gibt's die überhaupt? Ja, wenn wir alles gar nichts haben. Nee. Hatten wir? Nee, stimmt, ja. Das zeigen wir jetzt. Nein. So, letztes Level. Ey, krass. Ui. Hier ist ein Wasser, sehe ich schon. Da gehe ich nicht lang. Nee, ist doch schön erfrischend. Ah, jetzt kann ich da lang gehen. Das war knapp. Warum soll ich hier eigentlich lang? Geh du mal. Sie lässt super. Mich halt in den Tod stürzen. Geh du mal. Zuck. Okay.
Was ist denn hier drüben? Komme ich da hin? Da kommt man bestimmt lang. Oh, ja, ganz bestimmt. Und hier? Ah. Hier gibt es eine Plattform, aber da kommt man noch nicht rauf. Ich muss hier wirklich lang. Ich warte hier, bis du mir die Plattform gegeben hast. Alles Wasser da unten halt, ne? Ah ja, da ist es schon. So cool, dass die dann auch leuchten. Das. Ja, weil sonst hörst du nur einen Ton. Ja, und weißt nicht, wo was ist. Passiert ist. Das ist natürlich auch. Oh. Oh. Aber wo ist denn meine Tür? Ne, geh mal weiter. Geh mal weiter. Weiß ich nicht. Auch da oben vielleicht. Oh, da über dir. Ach so, ja. Ich voll nicht geguckt, wisst ihr. Was kam hier noch? Säure, ne? Ja, aber hier noch nicht. Da jetzt gleich. Da unten. Ja. Da kommt noch einer. Gut. Oh, nee, zu dir wollte ich nicht. Stinkt so sehr. Das ist wieder aus Männerchlor, ne? Ja, ich hab's genau gemerkt. Ui, der Hebel leuchtet, ne? So. Man hat immer ein Häkchen, wenn man es schafft. Weißt du, das erste Häkchen hat man ja immer. Stimmt, ja. Deswegen gibt es nur drei Farben. Man kann ja gar kein X nehmen. Dann hat man ja das Level nicht geschafft. Ah, wir haben es geschafft. Aber cool. Also, haben jetzt Elemente gefehlt, die es im Forest Temple gab? Den Balken hatten wir, die Ketten, die Steine, die Kugeln. Mhm. Die hatten wir. Es gab nur ein Level mit diesen drehenden Plattformen, glaube ich. Ja. Und das war auch noch ein Dunkellevel. Ja. Es war halt ein zusätzliches Element mit dem Lichtlaser. Aber schon cool. Also, aber auch cool, dass man immer so ein bisschen Hinweise hat, wo wer lang gehen muss. Und ja. Also durch die Farben einfach. Ich fand es definitiv schwieriger diesmal. Also das Spiel. Mhm. Weil du mehr Elemente hast. Mhm. Ja. Und wir haben wirklich sehr oft das Level wiederholt. Das heißt, es war halt noch nicht ganz klar am Anfang, was wir machen müssen. Stimmt, ja. Wir haben ja noch nicht mal das Tutorial First Try gemacht. aber wie man sieht, wir haben wieder alle Nicht-Zeit-Level als grün abgeschlossen, wenn ich das richtig sehe gerade. Alle außen, alle Diamanten. Alle großen Diamanten haben wir grün geschafft. Das stimmt. Das war auch schon beim Forest Temple, glaube ich. Ja. Schon cool. Haben wir eine Highscore? Mal sehen, ob die High sagen wird. Erstmal noch die Levelnummern sind geblieben. Okay. Jetzt sieht man auch kaum noch die Farben. Also wir haben eigentlich nur grün gemacht. Alles im grünen Bereich. Okay, hier gibt es jetzt keine Highscore. Nee, es gibt tatsächlich diesmal nichts. Also okay. Oder in der HTML-Version gibt es die nicht. Ja. In HTML5-Version. Obwohl hier gibt es einen. Oh ja. Oh, man kann Musik ausschalten. Oder alternativ auch die Geräusche. Haben wir uns schon angeguckt. Ja, würde ich sagen, haben wir den Light-Tempel geschafft. Sehr cool. Cool. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich mag das total gerne, dieses Koop-Game. Man muss wohl sagen, Light and Dark Tempel. Stimmt. Aber Light-Tempel, wenn es Licht gibt, muss es ja auch Dunkelheit geben, sonst würde man gar nicht wissen, dass es Licht gibt. Richtig. Und mit diesen tiefen Gedanken beenden wir dieses Let's Play. Ich fand's cool. Ich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.